Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Arisina, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie steht er zu dir? Was verbindet euch und vor allem, was kommt als nächstes? Dazu habe ich die Legesystem der Garten der Liebe. Und in diesem Garten erscheint ein Liebespaar. Diese Dame symbolisiert dich und dieser Herr symbolisiert ihn. Und wir betrachten erstmal deinen Gefühlen und die Antwort gibt diese Karte. Du hast Verletzungen und Tränen. Du bist traurig und das hat nicht nur mit Gegenwart was zu tun, sondern das hat auch mit deiner Vergangenheit was zu tun. Verletzten Gefühlen. Jetzt betrachten wir seine Gefühle dir gegenüber und da kommen die Neuigkeiten und er ist offen dafür. Er überreicht diesem Kelch und diesem Kelch symbolisiert seinen Gefühlen. Er kommt entgegen und er hat Gefühle für dich, aber für sich selbst auch. Worüber machst du Gedanken? Oder worüber sollst du Gedanken machen, das zeigt hier dieser Dieb. Wenn hier ein Diebstahl ist, dann fehlt etwas, weil er nimmt was weg. Und wenn das so ist und du machst Gedanken, jemand könnte ihn wegnehmen, dadurch entsteht Verlustangst und Angst blockiert. Worüber macht er Gedanken oder worüber soll er Gedanken machen? Das zeigt hier diesem Sieg. Er will einen Sieg haben, gut angekommen zu sein, Respekt und Anerkennung bekommen. Was hindert dich? Das zeigt hier dieses Bild. Diese römische Zahl 4 bedeutet Sicherheit, Stabilität und Struktur. Das entspricht deinen Bedürfnissen. Das ist kein Hindernis, das ist selbstverständlich. Das haben wir alle, dieser Wunsch nach Sicherheit, Stabilität und Struktur. Aber wenn du dich in Enge fühlst, dann kann das ein Hindernis sein. Oder wenn du möchtest ihn in Besitz nehmen oder brauchst diese Bestätigung von ihm und er gibt dir das nicht, diese Sicherheit und Stabilität, dann entstehen hier Verlustängste und verletzten Gefühle. Was ist sein Hindernis? Das zeigt hier diese Waage, diese Gerechtigkeit. Es ist Symbol für die Gerechtigkeit, aber auch für Ungerechtigkeiten, was ihn natürlich auch stört. Aber dieses Bild vermittelt noch etwas, alle recht zu machen. Und er bemüht sich, alle recht zu machen, sich beliebt zu machen und Erfolg zu haben. Und was kommt zurück? Kommt Dankbarkeit zurück? Manchmal ja, manchmal nein. Und er soll andere Menschen Grenzen setzen, sonst gibt dieses Gleichgewicht. Und er verliert dadurch die Harmonie, sein inneren Gleichgewicht. Was kommt als nächstes bei dir? Du kannst mit Neuigkeiten rechnen. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Es wird sehr gefühlsvoll sein, kommt eine gewisse Nostalgie und auch Erinnerungen an die Kindheit. Das kann auch sein Kindheit sein, dass er etwas erzählt.
Und tatsächlich zeigt in die nächste Zeit Offenheit und wird ganz offen mit dir sprechen über sein Leben, über seine Vergangenheit. Jetzt kommt eine sehr wichtige Frage: Wohin führt das alles? Das zeigt dieser Schicksalsrat. Und das bedeutet schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Veränderungen kommen. Er wird zu dir stehen, weil er kommt entgegen mit diesem Kelch und das symbolisiert seinen Gefühlen, zeigt auch Offenheit. Und bei diesem Hindernis, bei diesem Ungleichgewicht kommt auch eine Lösung. Dieser Schicksalsrad dreht sich immer in die Richtung, wie du das vorstellst, wie er das vorstellt. Und hier habt ihr Gemeinsamkeiten, ihr habt die gemeinsamen Schicksalsweg, weil das eine schicksalhafte Begegnung ist. Aber diese rote Teufelchen bremst das. Und das symbolisiert die negativen Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. All das kann noch ein Hindernis sein. Raus aus diesen Gefühlen und übergehen auf positive Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Vertrauen, Kraft und Mut, Begeisterung und Liebe. Habt ihr eine gemeinsame Zukunft, weil er dich liebt? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er liebt dich nicht, ihr habt keine Zukunft. Und wenn die Pendel stehen bleibt, heißt vielleicht, das kann was werden oder wir sollen diese Frage momentan nicht stellen. Habt ihr eine gemeinsame Zukunft? Die Antwort ist klar und deutlich ja. Liebe Arisina, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.